Verdammt, Milton, was ist denn los? Tja, Ron. Es sieht aus, als hätten sich beide Sehnerven komplett von der jeweiligen Hornhaut abgelöst. Was? Vorsichtiger kann man das nicht ausdrücken, aber sie sind blind. Milton, ich bin Nachrichtensprecher. Ich lese die Nachrichten von dem Teleprompter. Das ist mein Job. Wovon soll ich jetzt leben? Ich bin kein Berufsberater, aber es gibt vieles, was Sie machen können. Umschulen zum Orakel oder Mystiker. Ach, es muss doch irgendwas in Ihrer neumodischen Praxis geben, was mir helfen kann. Beruhigen Sie sich. Es muss doch irgendwas geben. Kartenpfleger! Kartenpfleger! Zombies! Zombies! Da! Wenn Sie mich anfassen, dann werde ich Sie töten. Die Welt der Blinden. Ron Burgundy, ein Mann, der in einem visuellen Medium zur vollen Blüte gelangt war, hatte nun für immer dieses Reich der Finsternis betreten. Always lonely, always looking to get even with the men who did him wrong. That was Billy. Sister! Ron, wir sind's. Ich bin sicher, ihr seid von eurer Reise ganz ausgehungert. Ich hoffe, ihr mögt Cracker. Leberkäse gut gewürzt. Noch ganz heiß, direkt vom Blech. Bitte sehr. Beim Sender vermissen dich alle unheimlich, Ron. Jack Lime ist für dich eingesprungen, seit du weg bist. Und er ist eigentlich gar nicht so ein übler Kerl, wie wir dachten. Na ja. Er nennt sich jetzt Jack Lame. So war das aber nicht abgemacht. Er sollte sich Jack Lame nennen. Brick! Das sind Schachfiguren und Silikon, ist das nicht? Was ist mit Linda? Sie hat nicht angerufen. Linda ist ziemlich beschäftigt. Ron, ich brauche dringend das Rezept von dir. Also Ron, was machst du so den ganzen Tag? Du bist hier draußen ja wirklich ziemlich ab vom Schuss. Naja, jeder Tag läuft gleich ab. Ich wache auf und brülle vor Entsetzen. Wegen der Finsternis und ich denke, ich bin tot. Immer wieder? Ja, immer wieder. Und dann beginne ich mit dem, was ich das große Abenteuer nenne. Ich mache Frühstück. Ich habe schon alles gegessen, von Nägeln bis zu Untersetzern. Einmal habe ich heftig in einen Marmoraschenbecher gebissen. Ich dachte, das wäre eine leckere Waffel. Ich war so verrückt nach dieser Waffel. Hat mir richtig schön meine Zähne zerstört. Hast du denn nicht gefühlt, dass das Ding nicht so heiß wie eine Waffel ist? Nein, das konnte ich nicht, weil ich blind bin. Ich bin nicht nur 23 Stunden am Tag blind oder 22 Stunden am Tag. Ich bin leider die ganze gottverdammte Zeit blind. Habt ihr eine Ahnung, wie das ist, wenn man sich eine halbe Flasche Ketchup runterkippt? In dem Glauben, es ist eine Flasche 1946er Chateauneuf-du-Pape. Ich hab ihn dekantiert. Wenn du eine halbe Flasche davon getrunken hast, dann sind das doch 9 oder 10 Schluck. Ich meine, hast du denn nicht gemerkt, dass es Ketchup war? Hey, stotter ich? Ich bin blind! Das ist eine heftige Zeit, Ron, ich weiß. Wisst ihr, was die schlimmste Erniedrigung ist? Ich kann nicht mal mehr masturbieren! Wieso nicht? Eines Morgens habe ich 20 Minuten damit verbracht, an meinem Schienbein zu rubbeln wie ein Irrer. Ich habe mich gefragt, was los ist und wo das angenehme Gefühl bleibt. Du hältst dein Schienbein für einen Penis? Ich weiß, ihr denkt, ich bin bescheuert. Nein! Der Verrückte, der am Arsch der Welt in einem seltsamen Leuchtturm haust. Ron, es war deine Entscheidung, in einem seltsamen Leuchtturm zu hausen. Wisst ihr, wieso ich hier lebe? Ich werde es euch verraten. Ganz langsam und auch ganz laut. Ich bin blind! Ich schätze, wir sollten jetzt gehen. Das solltet ihr tun, ja. Wieso verschwindet ihr nicht einfach? Obwohl ich hier in völliger Isolation lebe, hat euer toller Besuch es tatsächlich noch schlimmer gemacht. Leb wohl, Ron. Was? Nein, geht nicht! Bitte! Wartet! Ich bin ganz allein! Komm zurück! Wartet! Komm zurück! Komm zurück! Ich bin ganz allein! Wieso hast du mir das bloß angetan, Gott? Wieso? Hättest du nicht ein krankes Kind heilen können oder ein neues Tier erschaffen? Aber nein, du musstest Ron Burgundy blind machen! Tja, ich hätte nie gedacht, dass ich den Ron Burgundy mal so voller Selbstmitleid sehe. Wer ist da? Was ist das für ein Gesäusel? Nimm meine Hand. Ich kann sie nicht sehen! Greif danach, Ron! Du musst endlich lernen, für dich selbst zu sorgen. Okay, so ist gut. Steh auf, so ist es gut.
Cher, bist du das? Was? Du erkennst mich nicht an meiner Stimme? Jeder Nachrichtensender...